Ich besitze nun seit knapp einem Jahr ein neues High-End AMD-System mit X670 Extreme Motherboard von ASRock, 64 GB Dominator, 6200 Megatransfer RAM und einem Ryzen 9 7950X. So weit, so gut und Vorfreude ende nie. Yay! Fehler, Bluescreens, Abstürze, es werden nur RAM-Bänke 1 und 2 oder nur 3 und 4 erkannt, somit ist kein Dual-Channel möglich, die CPU will nicht so richtig in Fahrt kommen, kryptische Error-Codes wie 15C5 machen euch das Leben schwer und dabei ist euer System nagelneu und ihr habt daran auch rein gar nichts manipuliert. Tja, das war bis vor ein paar Wochen auch mein Problem. Abstürze unter Volllast nach dem Aktivieren von XMP verschiedene Error-Codes und nur RAM-Bänke 1 und 2 wurden erkannt. Hier im Video findet ihr alle Möglichkeiten, die es gibt, um all diese Probleme zu lösen. Also nicht wegschalten und willkommen bei Smart, dem Format, bei dem ich oder ihr Fehler findet und ich versuche, Lösungsvorschläge für euch zu finden und diese in Videoform an euch näher zu bringen. By the way, unterstützt einen kleinen Creator über meinen Twitch-Donation-Link mit einer kleinen Spende oder benutzt meine Amazon Associate-Links, um zu shoppen. Der kleine Kater Otto soll euch natürlich nicht dahingehend mit seiner Niedlichkeit manipulieren. Als kleines Dankeschön werden sämtliche Spender im nächsten Stream erwähnt oder wie hier in einem der Videos verewigt. Dankeschön. Problem Nummer 1, Error Code 15. Die Symptome sind Lüfter drehen auf 100% und das minutenlang und das bei einem neuen System. Keine Angst, Error Code 15 ist kein echter Fehler. Vielmehr muss die AM5 Plattform die verbauten Speicherbausteine antrainieren, um fehlerfrei funktionieren zu können. Und keine Angst, das kann beim ersten Neustart und vor allem wenn ihr XMP ausgewählt habt, tatsächlich bis zu 10 Minuten dauern. Also einfach PC mit 100% Lüftern laufen lassen, keine Angst, früher oder später schaltet sich das System ein. Der PC bluescreent, obwohl der RAM und das System neu sind. Herrgott nochmal, bitte updatet euer BIOS. AM5 ist AMDs erste DDR5 Plattform und die haben lange nicht so viel Erfahrung wie Intel, solche Plattformen zu bauen. Zusätzlich sind AMDs AM5 CPUs die ersten, welche Kontaktpads statt Pins verwenden. Das übrigens merken ist wichtig für später. Die AM5-Plattform ist mega instabil und mich wundert es, dass man sowas überhaupt auf den Markt zugelassen hat. Mittlerweile jedoch, also ein Jahr nach Release, gibt es zum Beispiel für mein Motherboard die 13. BIOS-Version. AGESA 1.0.0.7b kommt dabei erstaunlich gut mit allen Geschwindigkeiten von RAMs klar. Mein 6200 MHz RAM-Kit arbeitet seit Release des neuen BIOSes völlig fehlerfrei. Online liest man übrigens, dass man mit gewissen AMD-Motherboards mittlerweile 7000 Megatransfers und darüber fehlerfrei zum Laufen bekommt. XMP oder AMDs Äquivalent Expo sollten also mit einem simplen BIOS-Update möglich sein. Wie das geht? Aktuelles BIOS von der Herstellerseite laden, BIOS auf einen FAT32 formatierten USB-Stick kopieren, Rechner neu starten und je nach Hersteller wie bekloppt auf Entfernen F2 oder F12 klicken, um ins BIOS zu gelangen. Auf den Reiter Tools und dort die gewünschte Datei auswählen. Mit Ja, ich will bestätigen und abwarten. Sobald fertig, XMP oder Expo im BIOS aktivieren und die volle Leistung eures Rechners genießen. Das ist übrigens die einfachste Methode und funktioniert nur dann, wenn euer System sonst keine gravierenden Fehler aufweist. Oder einfach nur so, Bluescreens. Tatsächlich hat AM5 zu Release das Problem mit viel zu oder überhaupt angesteckten Peripheriegeräten. Alles dauert wahnsinnig lang. Ab und zu stürzt der PC ab, weil man sein Handy ansteckt. Lösung? Steckt so viel wie möglich unnütze USB-Geräte ab, die ihr sonst nicht verwendet und haltet sowohl euer BIOS und jetzt kommt es auch eure Chipsatztreiber up to date. Das geht ebenfalls über die Herstellerwebseite unter Treiber und Downloads auf klassischen Installweg, also unbedingt Treiber runterladen. Dann sollte auch alles problemlos funktionieren. Doch kommen wir nun zu den AM5 spezifischen Problemen. Ich weiß, es gibt auch ein paar Intel-Plattformen, die solche Probleme haben, doch man liest es nur allzu oft in Online-Form, was AMD betrifft. Und zwar RAM-Bänke, zum Beispiel 2 und 3, wurden gar nicht erst erkannt. Somit musste ich eine Zeit lang übrigens mit nur 32 GB rumgurken, die für einen Creator, der 4K-Videos schneiden muss, einfach zu wenig sind.
Adobe Premiere lacht einem beim Starten des Programms förmlich aus. Und ihr werdet nicht glauben, was kurzfristig sogar für Besserung gesorgt hat. Das richtige Anziehen der Kühlerschrauben. Wie gesagt, die AM5 AMD CPUs sind die ersten mit CPU-Pads und Motherboard-Pins. Ich hoffe, dass das übrigens in den kommenden Generationen besser wird, sonst sehe ich für AMD schwarze Absatzzahlen. Zieht also die Schrauben gleichmäßig an. Merkt euch, wie viele Umdrehungen ihr gemacht habt und dreht dann über Kreuz, nicht ganz fest, sondern nur ein paar Drehungen bei Schraube 1 und dann 3, dann 2, dann 4 und zwar so lange abwechselnd, bis ihr alle Schrauben voll angezogen habt. Sonst könnte es passieren, dass manche der Pads keinen vollen oder nur losen Kontakt zu den Pins haben, was dazu führt, dass die CPU gewisse RAM-Bänke gar nicht erst ansteuern kann oder der Blue Screen of Death euer neuer bester Freund wird. Habt ihr eine Ahnung, wie viele solcher Skripte, die ich hier übrigens gerade vorlese, oder wie viele Videoideen einfach verschwunden sind, dass sich mein System mitten in der Arbeit aufgehangen hat? Ich habe die Zahl übrigens aus den Augen verloren, also glaubt mir, da muss gleichmäßiger Druck drauf sein. Aber M, du hast jetzt Fehlercode 15 behandelt, aber bei mir kommt zuerst Errorcode 15 und nach ein paar Sekunden C5. Hä, was ist damit? Wenn das kommt, habt ihr zwar die Schrauben womöglich richtig angezogen, aber weiterhin nicht ansteuerbare RAM-Bänke. Die Lösung für dieses Problem ist so blöd, wie sie nur sein kann. Mit den mittlerweile 1718 Pins des Sockel AM5 muss die CPU exakt da liegen, wo AMD es vorgesehen hat. Es stellt sich heraus, dass auf manchen Motherboards wie meinem ASRock Taichi Carrera, das übrigens sündhaft teuer war, jedoch ein leichtes und damit meine ich wirklich leichtes Spiel von wenigen Mikrometern wahrscheinlich sein kann. Das merkt man leider nicht bei der Montage der CPU, da das Spiel tatsächlich so gering ist. Was hierbei hilft, ist das sogenannte Reseating oder schlicht das Umsetzen des Prozessors. Dazu nehmt ihr den Kühler ab, nehmt die CPU raus und legt sie mit sanftem Druck möglichst in die mit dem Dreieck markierten Eck. Für euch selbst wird sich das vermutlich nach nichts anfühlen, doch für euer System ist dies Gold wert. Dasselbe kann übrigens auch mit den Speicherbausteinen an sich gemacht werden, also RAM raus, in alter Nintendo-Manier draufpusten oder halt reinigen und wieder anständig reinsetzen, so dass es Klick macht. Dieses bloße Rausnehmen der CPU und das BIOS-Update haben bei mir Wunder gewirkt. Kein Absturz mehr, keine Bluescreens, stabile Streams und das bei aktivierten 6200 MHz mit XMP auf meinen RAM. Falls das alles nichts hilft und XMP noch immer zu Abstürzen führt, lasst die RAM-Settings einfach auf automatisch. Damit taktet der RAM zwar niedriger, bei mir zum Beispiel mit nur 3600 MHz, doch so lief das System immer schon problemlos. Dies bedeutet meist, dass für euer Motherboard schlicht noch keine wirklich stabile BIOS-Version released wurde. Dass Neuware tatsächlich kaputt ist, geschieht nur in den absoluten Ausnahmefällen. Doch natürlich kann auch dies bei euch der Fall sein. Funktioniert das System selbst mit automatischen BIOS Preset nicht, dann wird es Zeit für eine Reklamation. Dabei muss ich jetzt trotzdem noch was sagen. Ich bin mit meinem System jetzt selbstverständlich zufrieden. Klar, ein Jahr danach, eigentlich wäre das schon eine Reklamation wert gewesen. Aber wie dem auch sei, jetzt bin ich zufrieden und ich war es auch immer bis zu meinem Wechsel zu Intel von einem Dutzend Jahre. Ja, selbst das neueste Video von mir, das 100-Euro-System, welches ich aus Schrott zusammengebaut habe, selbst darin ist ein AMD-Prozessor verbaut. Gebt also nicht auf, nicht immer ist irgendetwas kaputt. Natürlich kann das auch sein, das ist der letzte Ausweg. Tauscht und schmeißt nichts weg, bevor ihr nicht zumindest beim guten alten M4 vorbeigeschaut habt, um euch wirklich zu vergewissern, dass man die Teile nicht doch noch irgendwie retten kann. Das war's von mir. Falls ihr Fragen habt oder Probleme, die ich vielleicht lösen könnte, schreibt mir einfach unten rein. Hashtag AberM und vergesst nicht, mich zu unterstützen, denn YouTube zahlt mir weiterhin keinen Cent. Wir sehen uns das nächste Mal. And don't forget, join the Legion.